Okay, Knetti, der Auftritt in Lustenau war vermutlich zumindest offensiv das Beste, was wir in der Saison bisher geliefert haben. Wie war das für dich? Also erstens mal war es ein besonderes Spiel für mich, weil es gegen einen Ex-Club gegangen ist. Und dann natürlich 4:0 gewinnen ist überragend. Ich glaube, es war eine super Mannschaftsleistung. Sowohl defensiv hat sich jeder eingeworfen und dann offensiv die Chancen ausgenutzt. Zlatko seine 3 Tore gemacht, natürlich überragend für ihn. Wichtig, dass er Stürmer trifft und ja, da können wir drauf aufbauen. Du hast die Null gehalten, auch auf überragende Art und Weise. Ich denke so gerade an die letzten Minuten, wo du mit einer sensationellen Parade da den Ball rausgefischt hast. Ich glaube, die letzten Spiele haben schon gezeigt, dass wir jetzt hinten kompakter stehen. Da gehöre nicht nur ich dazu, sondern die ganze Abwehr, die Sechser und die Stürmer, wo schon vorne anlaufen. Zum Schluss schaut er nicht, was noch zum Halten ist. Und das gelingt mir zurzeit, glaube ich, ganz gut. Es war ein bisschen eine schwierige Situation auch für dich, weil hinter dir hat es keinen Unfall gegeben mit den Fans. Da hat es einen beim Torjubel ja, über den Zaun geworfen. Hast du da viel mitbekommen? Ja, ich habe mir den Elfmeter angeschaut, drehe mich zu den Fans und die waren auf einmal eigentlich mehr still als laut. Wollte sie dazu auffordern, dass sie da mitjubeln. Wurde dann darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mann eben das Geländer runtergestürzt ist und da war es mir natürlich klar und dann ist es auch verständlich, dass man nicht jubelt, sondern ich hoffe, dem Mann geht es wieder besser. Ja, guten Besserung auf dem Weg. Nichtsdestotrotz, es waren sehr, sehr viele Fans von uns dort. Die Unterstützung auch auswärts ist schon toll, oder? Überhaupt die ganzen Fans sind richtig, richtig geile Fans und es macht richtig Spaß, sowohl daheim als auch auswärts vor ihnen spielen zu dürfen. Und ja, ich glaube, es kann ein wichtiger Faktor in der Saison werden, wenn uns die Fans weiter so unterstützen. Du bist bei den Fans auch sehr beliebt, vor allem durch deine emotionale Art und Weise. Du hast schon kurz angesprochen, du wolltest sie auffordern zum Jubeln. Das taugt den Fans bei uns richtig, dass du so emotional bist. Ja, ich versuche natürlich die Fans mitzunehmen, weil es unsere Jungs, die ganze Mannschaft auch pusht. Und den Gegner wahrscheinlich einschüchtert, weil ich glaube, die meisten in der Liga spielen nicht vor so vielen Zuschauern. Und wie schon gesagt, es kann ein Faktor werden in der Saison, wo uns noch helfen kann. Mhm. Gestern hat es das Testspiel gegeben in Axams. Du bist auch dabei gewesen, aber auf der Tribüne. Spricht für dich, dass du dann trotzdem mitfährst? Das ist logisch, dass ich die Mannschaft unterstütze, auch wenn es nur ein Testspiel ist. War so besprochen mit dem Trainer, dass ich eine Pause bekomme. Habe dann zweimal trainiert am Tag und ja, habe es trotzdem genossen, einmal von oben zuzusehen, was die Jungs da unten so machen. Und ich glaube, das haben sie ganz gut erledigt. Und, ja. Du hast den Dimi auch beobachten können. Du kennst ihn jetzt schon im Training. Er ist jetzt verpflichtet worden. Was ist der erste Eindruck von ihm? Also, ich war bis heute mal sein Fahrer. Ich kenne ihn Dimi schon ein bisschen länger. Er ist ein witziger Typ, kannst Spaß mit ihm haben und am Platz wird er uns sicher weiterhelfen. Ich glaube, man hat es gestern gesehen, dass die Kraft halt für 45 reicht, jetzt hat er länger nicht gespielt. Aber ich glaube, die ersten 45 Minuten hat man schon gesehen, was für Qualitäten er hat. Hat dann 2 Tore auch gemacht, ein paar gute Pässe gegeben und wird uns mit Sicherheit weiterhelfen. Du bringst dich nicht nur bei der Kampfmannschaft ein, sondern auch gestern hat es uns einen Tag der Tormänner gegeben, sozusagen. Ja, wenn du diese kleinen, ich sage jetzt mal, die kleinen Pimpfe so siehst, werden da Erinnerungen wach, wie das bei dir damals war? Ja, natürlich. Ich habe bei Austria Wien da meine ersten Erfahrungen machen dürfen, wie es ist, wenn einmal ein Profi-Tormann auch einmal mit dir trainiert und du schaust natürlich auch auf die Profis und wie es die Sachen abschauen, wie es lernen und ja, ich glaube, den Jungs hat Spaß gemacht, mir hat Spaß gemacht, ich glaube, im ganzen Trainerteam bzw. der erste Mannschaft, also die Tormänner von der ersten Mannschaft, die wo das Training da mitgeleitet hat, mit dem Pitchi, haben es erfolgreich empfunden und ich glaube, wir werden das sicher mal wiederholen. Mhm.
Jetzt bist du schon ein gestandener Profi. Was kannst du so am ganz jungen Spieler für einen Rat geben, der jetzt bei uns im Stadion steht und euch zuschaut und mitfiebert und der das euch in ein paar Jahren nachmachen möchte? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man will, dass man Spaß dran hat, dass man den Spaß nie verliert am Fußballspielen. Und ja, ganz, ganz wichtig ist einfach, dass du immer hart an die Arbeit bist, dass du viel trainierst, dass du deinen Trainern zuhörst und ich glaube, dass du was besser weißt. Und ich glaube, dann mit ein bisschen an Talent hat man da ganz gute Voraussetzungen, wenn man die Sachen da mit einbringt. Mhm. Jetzt ist Länderspielpause, ihr habt das Wochenende dann frei. Wie wirst du das nutzen? Ja, ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Ich hab eigentlich vorgehabt, mit der Familie wegzufahren. Meine Frau ist jetzt leider krank. Werden wir sehen, wie es bis am Wochenende geht. Und wenn nicht, fahre ich nach Italien und gehe ein bisschen fischen. Ja, dann schönen Gruß und gute Besserung. Ja. Wünsche dir gute Tage für die Regeneration und alles Gute. Danke.